draußen, mein Name ist Mio und willkommen zu einem weiteren Lolita Unboxing. Und zwar nach langem mal wieder von Metamorphos. Das ist ja schon eine Weile her, glaube ich, dass ich da das letzte Video gemacht habe. Ich glaube, das war ganz am Anfang. Ich weiß nicht, ob zwischendrin noch was kam. Ich glaube nicht, weil ich habe, glaube ich, nichts weiter von Meta im Schrank. Genau, die hatten nämlich jetzt auch zu Anfang des Jahres Sale, wie fast alle. Das könnt ihr euch mal ein bisschen merken. Anfang des Jahres, nachdem es halt diese Lucky Packs alle gab, gibt es meistens auch einen Sale. Manchmal fängt er auch schon früher an, aber meistens ist es so eben Anfang des Jahres mit den Lucky Packs zusammen. Und bei Meta war der Sale, glaube ich, bis zu 70%. Und das, was ich hier habe, hat nämlich 50%. Und zwar ist das, ich muss gerade wieder linsen, weil der Titel so ein bisschen schwierig ist. Einmal das Teddy Bear Baker Bustle Skirt Dress in Sex Blue. Und einmal der Teddy Bear Baker Apron Skirt in Creme. genau. Und zwar gab es nämlich eigentlich nur diesen Skirt Salon Pet Dingensbummens. Also das ist einmal dieser Rock, wo nur vorne so ein Teil dran ist, wie bei so einer Latzhose. Was dann halt nicht wirklich so ein Kleid ist, aber irgendwie doch. genau, eigentlich gab es nur den. Und zwar nur in Sex Blue und Pink. Und der sah zwar in Pink ganz süß aus, aber irgendwie hat der Print nicht so perfekt zu Pink gepasst. Und deswegen habe ich dann so geguckt und fand halt das Cremefarben am schönsten. Aber das war natürlich schon ausverkauft. Das war auch schon vorher ausverkauft. Ich hatte das schon vorher mal gesehen. genau, und ich hatte die nämlich eigentlich wegen einem anderen Kleid angeschrieben, wegen so einem Ballonkleid, was es vor 2 Jahren mal gab. Und die hatten nämlich noch einen Jumperskirt davon drin, aber halt nicht den, den ich eigentlich wollte und auch nicht die Farbe, die ich eigentlich wollte. Und deswegen hatte ich die da angefragt, aber das hatten sie natürlich nicht mehr, weil das zu alt war. aber dann habe ich halt eben so gedacht, okay, wenn ich jetzt sowieso schon mit denen geschrieben habe, kann ich die ja auch mal wegen dem fragen. Und dann hatte ich sie halt nochmal gefragt, ob sie das halt nochmal irgendwo in Creme finden können, weil theoretisch könnt ihr ja eigentlich immer alle Labels, zumindest in Japan, anschreiben und dann können die nämlich in den Shops gucken, ob die da eventuell noch die Sachen liegen haben und dann kommt es halt zum Online-Shop und dann kriegt ihr das geschickt. Guck mal. genau. Und ja, das hatte ich dann halt gemacht und ja, das kam dann auch positiv zurück, dass sie halt noch einen in Creme gefunden hatten. Genau, und zu dem Zeitpunkt, wo ich das angefragt hatte, gab es nämlich auch kein Pink mehr. Und deswegen hatte ich nämlich nach Creme und Pink gefragt, beziehungsweise Creme oder Pink, weil es nur noch Sex Blue gab. Und ich mag Sex Blue ja eigentlich gar nicht so sehr. Genau, und sie haben nämlich beides gefunden, sowohl einen pinken als auch einen cremefarbenen. Und hatten mir die auch beide zurückgelegt. Und dann hatte ich halt so gedacht, aber das Kleid sieht eigentlich sogar noch viel schöner aus, also das Jumper Skirt. Und habe dann gefragt, ob sie das zufällig auch noch irgendwo finden können. Und natürlich haben sie es leider nur in Sex Blue gefunden. Aber ich fand das halt so hübsch, dass ich es irgendwie unbedingt haben wollte. Weil das auch hinten, das zeige ich euch gleich, sowas hat, was ich unbedingt schon an dem Kleid haben wollte. Und das hat es halt jetzt. Egal. genau, und dann habe ich mich am Ende dann halt für das cremefarbene Rock-Dingens entschieden. Und den Sex Blue und Jumper Skirt. genau, und dann, ja, ging das alles wieder relativ easy und ja, das ist jetzt das hier. Ich hatte die angefragt, ob die mir das als Geschenk verpacken können. Das haben sie so gemacht. Ich meine, es sieht zwar total hübsch aus, so mit dem Schleifchen hier so dran. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist so ein Schleifchen dran und Spitze und halt den Kleber. Aber irgendwie ist das nicht so richtig eingepackt gewesen. Aber ist okay. Ich habe sogar noch so eine kleine süße Papiertüte dazu bekommen. Und, das habe ich jetzt hier reingetan, nochmal zusätzlich einen Sticker, was ich ganz süß fand. Ja, aber halt eingepackt. Es war irgendwie nicht das, mit dem ich gerechnet hatte. Ich dachte halt, dass sie das irgendwie in Geschenkpapier einpacken oder sowas. Aber war halt trotzdem süß. Und ja, ich denke, ich zeige es jetzt einfach einmal beim Auspacken, mache dann wieder das Close ab und am Ende laber ich dann noch ein bisschen weiter, damit ich jetzt nicht zu viel gelabert habe. Ich fange einfach erstmal mit dem hier an. Das war ja der, den man eben auch noch kriegen konnte. Ich hoffe, das Rascheln ist jetzt nicht so schlimm. Also die haben das halt in so eine Tüte reingepackt. Ich hole das gerade mal raus. So, Tüte schmeiße ich einfach mal beiseite. Das war tatsächlich auch so zusammengefaltet. Ich habe es natürlich einmal jetzt aufgemacht und anprobiert und habe es dann aber wieder... Ich habe so ein Haar im Gesicht. Und habe es dann aber wieder genauso zusammengefaltet, wie es halt vorher war. Also das war halt so und so und ja, war ganz hübsch gemacht.
Und ja, ich zeige das erstmal so. So. Also, prinzipiell ist es halt eben ja eigentlich ein Rock, wo halt oben eben so ein Trägerdingens dran ist, aber halt hinten offen. Deswegen ist das halt eben dieses Salon-Pad, beziehungsweise dieses komische Apron-Skirt. Keine Ahnung. Es ist ein Rockkleid-Dingens. Ja, genau. Ich zeig mal so ein bisschen, keine Ahnung, falls man das irgendwie sieht. Also hier oben ist halt eben so dieser Teil, der ist hier so ein bisschen aufgehend, falls man das sieht. Also es ist nicht komplett nur so gerade, sondern es geht schon so ein bisschen nach hinten. Hier ist das so hübsch gemacht mit Spitze und so einem Band durch, was hier vorne dann so am Rockteil ist. Hier ist auch eine Schleife, die man abnehmen kann. Und da zeige ich erstmal noch kurz hinten und danach noch kurz den Print. Wir haben hinten eine ganz normale Waist-Tie, die man auch abmachen kann. Bei Meta ist mir aufgefallen, ist das immer mit zwei Knöpfen, was eigentlich ziemlich cool ist. Und hinten ist halt komplett gummibunt. Und jetzt kommt es nämlich eigentlich. Das Coole an diesem Ding ist eigentlich, dass man, dieses ganze Teil hier oben abmachen kann. Also sowohl die Träger als auch eben dieses vordere Latz-Dingens. Und dann hat man halt wirklich nur diesen Rock, den man dann halt als Rock tragen kann. Und das finde ich nämlich eigentlich ziemlich cool, wenn man dann halt so eine Kombi aus beidem hat. So, und jetzt versuche ich noch den Print ein bisschen zu zeigen. Ich versuche es aber danach halt auch nochmal im Close-Up. Also so sieht der Print aus. Ist halt eben ein Teddybär-Coffee. So, und zwar sind da Tammys, hier ist sogar ein Häschen und ja, die haben ein kleines Kaffee mit Brot und Brezel. Ah, das ist so cute. Ich fand den halt so putzig. Ich liebe halt an sich ja immer diese süßen Prints und ja, bei Metamorphose ist dieses Crown-Label, so heißt das nämlich, sowieso das Coolste, weil da halt echt süße Sachen dabei sind. Ein paar von den Röcken, die ich in den Lucky Packs hatte, waren auch davon. Auch immer die mit den süßen Prints. Das hier ist zum Beispiel, ich habe wieder das Kleid an von ganz am Anfang. das ist kein Crown-Label-Kleid, sondern tatsächlich ein Metamorphose-Kleid. Weil das halt normal ist. Keine Ahnung, schlicht, ich weiß nicht. ja, aber zumindest, das ist das. Ich fand den super cute. Achso, genau, was ich noch hier zeigen wollte. Die Knöpfe vorne. Die muss ich noch zeigen. Sieht man sie? Ja, hier. Das sind so Teddy-Knöpfe, die aber halt aussehen, als wären sie irgendwie Gebäck. Sie sind sogar tatsächlich dreidimensional. Ich hoffe, man sieht das. Ich finde sie mega cute. Ja, wie gesagt, mehr dann gleich im Close-Up. So, einmal tauschen. Flupdiwupp. Und dann noch das Jumper-Skirt. Wie gesagt, im Sex-Blue. Ich wollte eigentlich mich in der Farbe. Aber das Kleid ist so wunderschön, dass man, glaube ich, gleich versteht, warum ich das in der Farbe bestellt habe. War auch wieder zu so einem lustigen Paket zusammengepackt. Da sieht man auch gleich, was ich eigentlich so mega cute einmal fand. Und zwar das hier oben. Das ist die Schleife, die hier ist. Sieht man gleich auch nochmal ein bisschen besser. Da ist so ein Teddy dran. Und das ist tatsächlich halt so ein richtiger Teddy-Anhänger, der auch mit so einem Flauschestoff ist. Und ja, das fand ich so cute. Aber das war noch nicht das Beste. So, einmal gerade. Ah, so. So sieht das von oben aus. Da sieht man es jetzt auch nochmal. Da ist der Teddybär. Vorne, ja, relativ schlicht. Ich mag die Träger sehr gern. Die sind sehr schön, weil sie sind breiter. Also nicht so super schmal. Ich weiß nicht, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. So breit sind sie. Und zwar einmal mit so einem Chiffon und einmal mit so einer Spitze dran. Finde ich sehr schick gemacht. Was ich auch gleich sagen muss, ich versuche es auch nachher besser zu zeigen, aber ich muss es jetzt gerade zeigen, weil es einfach so cool ist. Diese Meta-Spitze, ich liebe sie. Ich finde es total genial, dass da diese Schwäne drauf sind. Das ist ja das Logo von denen, mit diesen Schwänen. Wie man hier auch sieht. Und das finde ich so cool. So, genau, so sieht es von vorne aus. Unten ist es nicht super schlicht, sondern es ist einmal so zusammengenäht, so zusammengerafft unten. Und da sind nämlich auch nochmal hier solche Schleifchen jeweils an beiden Seiten.
Und wir haben hier auch wieder eine Schleife, die man abmachen kann, aus demselben Chiffon wie das, was an den Ärmeln dran ist und wie das, was hinten dran ist, was wir gleich sehen. Wir haben einmal hinten komplett gummibunt, was es super macht, um es halt wieder in super vielen Größen tragen zu können. Und jetzt kommt es nämlich, das hier. Ich habe sowas schon öfter bei Kleidern gesehen, das ist halt wirklich nur so am Popo-Teil, keine Ahnung. Also so halt in der Mitte von dem hinteren Kleid. Und ich finde das so cool, das sieht so schön aus. Es hat sowas richtig Edles. Und ja, ich wollte sowas halt die ganze Zeit schon haben. Und ja, da habe ich es gesehen und dann muss ich das haben. Wie immer gibt es natürlich auch eine Waist-Tie. Die ist hier unten ein bisschen schicker gemacht als die andere. Die andere war relativ schlicht. Ich zeige es dann auch nochmal in dem Close-Up. Und ja, ansonsten ist jetzt hinten nichts weiter dabei, außer halt das. Der Print ist derselbe, aber ich kann es ja trotzdem nochmal zeigen. Mit dem Blau. Ich finde sogar in Blau wirkt der Print ein bisschen besser, weil das halt so wirkt wie so ein Himmel. Aber ja, ich bin halt nicht so der Fan von diesem Blau. Aber, ja. So, ich hoffe, man sieht es noch so ein bisschen. Ja, das waren die zwei Kleider. Ich werde sie jetzt gleich noch im Close-Up zeigen und danach gibt es noch so ein bisschen Gelaber von mir. Und ja, deswegen sehen wir uns gleich. Bis gleich! Und da bin ich schon wieder. Ich hoffe, das Close-Up hat euch gefallen. Ich gebe mir da super viel Mühe, dass man irgendwie alles erkennt. Ich fand es irgendwie vorher einfacher, wo ich das immer so ein bisschen in die Kamera gezeigt habe. Aber egal, ihr könnt ja mal schreiben, was euch irgendwie lieber ist. Ob ihr das schöner findet, wenn ich das halt so einzeln präsentiere. Oder ob ihr das schöner findet, wenn ich es halt hier einfach im Video direkt so zeige. Das würde mir helfen, dann weiß ich, was ich machen soll. Ja, genau, das waren die zwei Kleider. Ich wollte jetzt noch so ein bisschen labern. genau, das Bestellen ging super einfach. Bei Meta kann man ja direkt über die Seite bestellen. Die gibt es sogar übersetzt auf Englisch. Und die haben auch extra so einen E-Mail-Service auf Englisch, wo sie einem auch komplett auf Englisch antworten und auch sehr gut auf Englisch antworten. Waren wie immer super nett. Wie gesagt, haben die Kleider problemlos einfach in den Stores gesucht und es war, ging eigentlich relativ fix. Ich glaube, das erste, also die ersten beiden, das hat glaube ich eine Woche gedauert, weil sie ja zwei Kleider hatten und wahrscheinlich nicht aus demselben Store. Aber das war sogar noch schneller hier mit dem. Ich weiß nicht, insgesamt hat es ein bisschen länger gedauert, weil ja auch der E-Mail-Verkehr immer, dauert ja immer jeweils einen Tag, bis man wartet, bis es die Rückantwort kommt und so. Deswegen verzögert sich das natürlich alles immer so ein bisschen. Aber ging relativ fix. Versand bieten sie immer nur EMS an. Da gibt es auf der Website so eine Tabelle. Und das ist sogar ziemlich günstig, weil eigentlich würde EMS selbst für sowas Leichtes wie Kleider irgendwie so um die 50, 60 Euro kosten. Und da hat es halt jetzt so 20 bis 30 Euro ungefähr gekostet an Versand, was voll in Ordnung ist. Ich muss dazu sagen, dass es diesmal ewig lange gebraucht hat, aber das ist ja nicht denen ihre Schuld, sondern das ist ja eher hier tolle Post, toller Zoll.
Ja, und zwar hatte ich nämlich das Kleid bestellt und noch ein anderes Kleid, was aber tatsächlich vor diesem Kleid ankam, obwohl ich es mit der längeren Versandmethode verschickt habe. Also das hat tatsächlich fast 2 Wochen, ich glaube, es waren sogar exakt 2 Wochen gebraucht, bis ich die Antwort hatte, dass es beim Zoll liegt und ich es da abholen kann. Also hat es sogar eigentlich noch länger für mich gedauert. Und das andere Kleid, was ich bestellt habe, war innerhalb von einer Woche da und wurde mir sogar an die Haustür geliefert. Und war halt eigentlich mit der Versandmethode, die bis zu 2 Wochen dauern kann, verschickt. Und das soll eigentlich nur 5 bis 7 Tage dauern. Oder 3 bis 5 Tage sogar nur. Naja. Es ist ja angekommen, das ist das Wichtige. Ja, ich weiß nicht, was sonst noch irgendwie jetzt dazu wichtig war. Also wie gesagt, ich habe halt das mit dem Einpacken angefragt. Das war auch kein Problem. Ich sollte es dann halt nochmal beim Kaufen mit angeben. Und genau beim Kaufen war es so gewesen, dadurch, dass das Kleid ja gar nicht mehr im Online-Shop vorhanden war und nur noch die beiden, also halt das in den Farben, hatten sie mir extra sozusagen so eine kleine Kaufseite mit meinem Namen angelegt, wo ich das halt direkt kaufen konnte mit dem Preis. Und dann habe ich das halt gekauft, habe das halt nochmal dazu geschrieben mit dem Geschenk. Und ja, das war gar kein Problem. Ging alles super. Und ja, ich durfte Zoll bezahlen. Aber zum Glück nicht ganz so viel. Und ich weiß gar nicht, vom Preis her haben die sich so um die 70 bis 100 Euro bewegt. Für halt den halben Preis von dem, was sie eigentlich gekostet haben. Bei Meta sind die ja glücklicherweise immer nicht ganz so teuer wie bei den anderen Labels. Deswegen geht das immer noch so. Ja, ich fand sie super cute. Das passt super. Das hat ja auch hinten dieses komplett Gummibund-Dingens. Das andere ist relativ eng. Ich kann es anziehen, aber es ist eng. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht da einfach diesen Gummibund rausnehme oder irgendwie vielleicht einen längeren rein bastle oder sowas. Dass es dann halt nicht ganz so unangenehm ist, weil dadurch, dass es halt relativ eng ist durch den Gummibund, ist es halt auch ziemlich unangenehm. Schauen wir mal. Aber das sollte sich ja machen lassen. Also es passt auf jeden Fall. Ja, oh, diese Perücke. Sie will nicht. Genau. Ich denke, das war es soweit. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, könnt ihr ja fragen. Whatever. Das war das Unboxing zu den 2 Teddy Bear Baker Serie Kleider. Lange Titel, ganz schlimm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann squeezed den Like-Button. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet, dann schreibt es unbedingt unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, könnt ihr hier nebenan auf mein Bildchen klicken und kommt dann auf meinen Channel und könnt auch super gerne ein Abo dalassen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi und bye bye.